heute schon in den Kalender gesehen? Es ist der 24. Juli und das bedeutet, es sind nur mehr 5 Monate bis Heiligabend. Und da sollten wir uns schon langsam Gedanken machen, was wir denn zu Weihnachten trinken werden. Bei uns in der Familie ist das recht einfach, denn wir verbringen jedes Jahr sehr legere Festtage. Uns ist es ganz wichtig, viel Zeit zusammen zu verbringen und nicht allein in der Küche zu stehen. Darum gibt es nachmittags eine Jause mit gebeiztem Lachs und abends die berühmte Bratwurst. Das hatte schon bei meinen Großeltern Tradition. Zum Lachs, da brauchen wir einen kräftigeren Weißwein und da passt der Chardonnay, also richtiger Winterweißwein, perfekt. Die Quittenaromatik und am Gaumen der cremige Abgang nach Biskuit und auch das bisschen Vanille vom Holz steht ihm ausgezeichnet und er liebt die großen Burgundergläser. Zur Bratwurst bei der Bescherung, da gibt es nur einen. Und zwar der Blaufränkisch-Klassik. Der ist auch bei uns im Blaufränkischland zu Hause. Und er bringt von Haus aus diese Winteraromatik mit nach Zimt, Nelken, eingelegten Weichseln und Brombeeren. Wir wünschen euch schon frohe Festtage, aber bis dahin noch einen wundervollen Sommer.